Deutsche Top-Konzerne testen zwei Klassenkantine. Geimpfte werden zum Essen von Ungeimpften getrennt. Die Infektionszahlen mit dem Coronavirus steigen weiter deutlich, die Impfquote stagniert dagegen seit Wochen. Um der Lage Herr zu werden, schlug Ärztepräsident Klaus Reinhardt bereits bundesländerübergreifende 2G-Regelungen für Gastronomie und Veranstaltungen vor. Jetzt preschen mehrere deutsche Unternehmen vor und nehmen eine Trennung zwischen Geimpften und Ungeimpften vor. Wie die Rheinische Post berichtet, wollen die Pharma-Riesen Bayer, der Energieversorger E.ON und der Tourismusanbieter Altours eine Zwei-Klassen-Kantine einführen. Geimpfte oder genesene Angestellte sollen zukünftig gemeinsam ohne weitere Schutzmaßnahmen essen dürfen. Ungeimpfte oder Mitarbeiter, die keine Auskunft über ihren Impfstatus geben wollen, sollen in einem Extrabereich weiter Abstandsregeln einhalten, hinter Trennwänden sitzen und Masken tragen. Wie die Rheinische Post weiterberichtet, gibt es bei Bayer mehrere Pilotprojekte im Bereich der Kantinen. Der Zugang zu den Kantinen sei aber für Nicht-Geimpfte weiterhin möglich, betont Bayer und auch andere Unternehmen. Die Planungen würden nun in enger Zusammenarbeit mit den Betriebsräten fortgeführt. Auch der Versicherer ERGO denkt dem Bericht zufolge über eine vergleichbare Lösung nach. Zusätzlich zu den Kantinenplänen wollen die Unternehmen die während der Pandemie etablierte Homeoffice-Quote hochhalten. Eine Umfrage der Zeitung ergab, dass 12 führende Konzerne aus NRW sich an der Initiative beteiligen wollen. Neben Bayer, E.ON, Altours und ERGO wollen auch die Deutsche Post, die Deutsche Telekom, Henkel, LEG Wohnen, L'Oréal Deutschland, RWE, ThyssenKrupp und Vodafone weiter stark auf Homeoffice setzen. Aus Bayer-Kreisen hieß es laut dem Bericht, Beschäftigte würden sich auf eigene Faust zu 2G-Arbeitsgruppen ohne Ungeimpfte zusammentun. Das Blatt zitierte das Unternehmen. Selbstorganisierte Gruppen, zum Beispiel in Mehrpersonen- oder Großraumbüros, in Laboren oder Teilbereichen der Produktion, könnten unter freiwilliger Anwendung der 2G-Regel, geimpft oder genesen, ohne Abstand und Maske zusammenarbeiten oder Arbeitsmeetings in Präsenzmeetings durchführen.